Viele Partner in narzisstischen Beziehungen setzen ihre Hoffnungen darauf, dass es mit der Zeit besser wird. Hier kann bereits jetzt gesagt werden, nein, das wird es nicht, im Gegenteil. Das gilt für die Beziehungen mit diesen toxischen Menschen ebenso wie für sie selbst. Was wird also aus einem Narzissten im Alter? Das wollen wir uns in diesem Video einmal anschauen. Da sie alle Blender sind und sich hinter ihrer oftmals ansehnlichen Fassade nichts Substanzielles befindet, was diese auch wie ein gefestigter Charakter innerlich attraktiv machen würde, dadurch wird es im Alter zunehmend schwieriger für sie, neue Zufuhrquellen zu finden. Sie haben alles auf ihr tolles Aussehen gesetzt und das wird ihnen nun zum Verhängnis. Die meisten von ihnen beginnen nun, sofern es ihnen möglich ist, Unmengen an Geld für Schönheits-OPs auszugeben. Doch wenn das hübsche Gesicht vergeht, dann bleibt nichts. Ihr Äußeres beginnt nun, sich immer mehr ihrem Inneren zu ähneln. Die Fassade bröckelt und sie müssen immer mehr Zeit und Geld für ihre Masken investieren. Wenn das hübsche Gesicht im Alter schwindet, dann versuchen sie sich mit noch mehr Lügen und Lebenslügen über Wasser zu halten. Ihre Opfermentalität funktioniert immer seltener. Niemand möchte in deren Leben bleiben und immer mehr Menschen wissen, wer der Narzisst wirklich ist. Er hat im Laufe seines Lebens so viele Menschen zerstört und hat damit einen unrühmlichen Bekanntheitsgrad erreicht. Der alternde Narzisst wäre an sich noch bemitleidenswerter, als er es in jungen Jahren bereits war. Doch ehrlich gesagt hält sich mein Mitleid für ihn in Grenzen. So viele Menschen hat er seelisch zerstört. Diese Figur wird zunehmend unbeständiger. Die Maske ist nun weder im Privaten noch in der Öffentlichkeit längere Zeit aufrechtzuerhalten. Meist werden sie nicht zuletzt deshalb noch zynischer und noch bösartiger, denn sie bemerken das natürlich auch selbst. Sie haben so viele Menschen auch innerhalb ihres engsten Umfeldes belogen und betrogen, dass sich oftmals auch deren Kinder von ihnen abwenden. Sie werden sich aufgrund dessen zunehmend mehr in ihren Wohnungen aufhalten und nur noch selten rausgehen. Denn sie spüren, dass ihre großartige Zeit zu Ende geht. Und, wie gesagt, es bereitet ihnen zu große Anstrengungen, die Fassade in der Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten. Narzissten und Narzisstinnen sind die besten Kunden, gerade im Alter beim Schönheitschirurgen, und verbringen noch mehr Stunden vor dem Schminkspiegel, als sie es in der Jugend bereits taten. Da sie keine neuen Partner mehr finden, beginnen sie innerlich zu kollabieren. Verständlich, denn wir wissen ja, dass Narzissten ständig Zufuhrquellen benötigen, um ihren Selbstwert zu regulieren. Das gilt natürlich auch dafür, sich ihre Großartigkeit bestätigen zu lassen. All das fällt aber nun im Alter weg. Selbst auf Dating-Apps werden sie immer öfter erkannt, da sie dort bereits seit Jahren, selbst als sie noch im besten Alter waren, unterwegs sind, um sich neue Zufuhrquellen zu beschaffen. Menschen kennen andere Menschen, die sie wiederum kennen, die von ihnen verarscht und betrogen wurden, und geben das weiter. Sie drangsalieren jetzt immer häufiger ihre Kinder. Was bleibt ihnen auch noch sonst? Sie haben ja sonst keinen Zugriff mehr auf andere. Aber auch das wird nicht mehr funktionieren, weil deren Kinder sie natürlich auch durchschaut und sich von ihnen abgewendet haben. Selbst die meisten Fake-Freunde verschwinden nach und nach.
Was wir jetzt beim alternden Narzissten sehen, das hat er sich alles selbst zuzuschreiben. Er hat mit den Jahren nicht nur sich selbst betrogen, sondern auch sein ganzes Umfeld verarscht und manipuliert. Wenn man an Karma glaubt, dann hat dieser toxische Mensch so unglaublich viel schlechtes Karma angesammelt, dass er dies selbst bei einem radikalen Lebenswandel zu einem guten Menschen niemals mehr wird gut machen oder ausgleichen können. Und viele Narzissten wissen das und geben das auch offen zu. Ich höre es sehr oft von deren Opfern in meinen Coachings. Einige Narzissten sagen sogar, dass sie ihr Karma bereits jetzt durchleben müssen. Du wirst es mitbekommen, so wie ich auch. Auch wenn es bei dem einen oder anderen noch etwas dauern mag. Und es sollte uns zwar nicht freuen, aber uns die Gewissheit geben, dass es doch so etwas wie Gerechtigkeit im Leben gibt. Und noch wichtiger, es sollte dir jetzt klar machen, dass du dein Leben auf keinen Fall mit so einem Menschen weiterführen solltest. Denn es wird dich ebenso herunterreißen wie ihn. Das ist sicher. Und das kannst du nicht wollen. Falls du dennoch weiter leiden möchtest, dann solltest du dich ernsthaft fragen, warum. Sei bitte ehrlich zu dir selbst und sage dann statt "Ich liebe ihn", sage "Ich brauche ihn". Das trifft's schon eher. Und wenn du das tust, dann frage dich, warum. Im Beratungsgespräch können wir das zusammen klären und du wirst dann erfahren, warum du ihn eigentlich brauchst. Das kann man herausarbeiten. Falls du Hilfe bei der Trennung brauchst oder du bereits getrennt bist, du aber den Trennungsschmerz vom Narzissten nicht alleine verarbeiten kannst, dann kannst du gerne ein Beratungsgespräch oder ein Coaching über mein Profil buchen. Ich wünsche dir bei allem, was du tust, viel Kraft und viel Erfolg.